Heute geht es um entspannt und mit freiem Wochenende, speziell für Selbstständige im Online-Business. Natürlich können sich auch Angestellte vielleicht ein bisschen was rausnehmen, aber das ist natürlich speziell auf euch zugeschnitten. Worum geht es heute? Zuerst schauen wir uns an, was braucht ihr überhaupt, um mit freiem Kopf ins Wochenende zu kommen? Dann gebe ich euch drei Beispiele für den Abschluss bzw. für dieses schöne Wochenende. Und es gibt eine neue Checkliste von mir, die ich euch damit auch vorstellen möchte, natürlich um 0 Euro oder für 0 Euro. Ja, und wie schafft man es dann, dass dieser Start ins Wochenende oder das Beenden der Arbeitswoche überhaupt zur Gewohnheit wird? Starten wir los. Was braucht ihr überhaupt? Das ist natürlich eine Frage, die ganz individuell von euch beantwortet wird. Versuchen wir das mal ein bisschen einzugrenzen. Was für mich persönlich wichtig ist, zum Beispiel, ist, es lauert nichts auf meinem Schreibtisch, in meiner To-Do-Liste, in der Projektplanung. Also ich habe nicht dieses unangenehme, unbestimmte Gefühl, da war doch noch was. Ja, um das zu vermeiden, ist es wichtig, dass ihr mal so einen letzten Check macht. Nehmen wir jetzt mal den Freitagnachmittag. Was liegt denn an? Ja, also wenn ich so dieses unbestimmte Gefühl habe, da war doch was, dann gehe ich effektiv auf die Suche, um herauszufinden, was denn da war. Sonst beschäftigt mich nämlich das die ganze Woche. Anderes Beispiel, vor einigen Jahren habe ich am Montag immer den Blogartikel und den Podcast veröffentlicht und den Newsletter geschrieben. Das habe ich ganz oft unter der Woche nicht geschafft und habe mich dann sozusagen das ganze Wochenende damit gequält, da muss jetzt noch ein Blogartikel raus. Ja, ich glaube, Podcast habe ich damals noch gar nicht gehabt. Aber da muss ein Blogartikel raus, damit ich ein Newsletter schreiben kann. Ja. Und das hat nicht nur gelauert, sondern das hat mich echt das ganze Wochenende beschäftigt. Und oft bin ich dann am Montag erst um 5 in der Früh da gesessen und habe diesen Blogartikel geschrieben. Auf das hinauf habe ich dann meinen Veröffentlichungstermin geändert und somit lauert am Wochenende gar nichts mehr. Jetzt werden die Blogartikel am Donnerstag veröffentlicht. Also, das ist, glaube ich, ein Punkt, den ihr sehr individuell euch anschauen könnt. Wie komme ich drauf, was lauert, beziehungsweise wie beende ich das natürlich? Ja? Dann kommt es natürlich auch immer auf die Familiensituation an. Seit 01.01.2022 ist mein Mann ja in Pension. Das heißt, eigentlich gibt es kein Wochenende oder kein Nicht-Wochenende. Wir könnten auch unter der Woche Wochenende machen, die Kinder sind aus dem Haus und trotzdem halten wir in gewisser Weise an dem Wochenende fest, einfach weil es auch meine Kunden betrifft, ja, also euch betrifft. Und macht euch bewusst, ob und wie Arbeit am Wochenende für euch okay ist. Also für mich ist es zum Beispiel okay, am Samstag in der Früh oder am Vormittag mir einen zusätzlichen Kaffee zu gönnen und da die Buchhaltung zu machen. Das ist schon so Gewohnheit bzw. Routine geworden. Es ist für mich okay, am Wochenende, wenn mein Mann zum Beispiel unterwegs ist, auch mal die restlichen E-Mails zu bearbeiten. Ja? Nur das muss eine bewusste Entscheidung sein und nicht am Freitagnachmittag, oh Gott, es ist noch so viel zu tun, die To-Do-Liste ist noch so voll, jetzt arbeite ich das Wochenende durch, aber nächstes Wochenende wird es anders. Und was ich halt erlebe bei meinen Kundinnen, ist, dass es am nächsten Wochenende nicht anders wird, ja, sondern dass es zur Regelmäßigkeit wird, dass unter der Woche schon gewisse Dinge verschoben werden. Das kann ich ja dann in Ruhe am Wochenende machen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Ihr braucht einfach ein bisschen Erholung und vielleicht auch Abstand, damit dann die guten Ideen fließen können. Weil wenn ihr ständig in diesem Radl drinnen seid, dann ist es auch ganz klar, dass es eher um Abarbeiten geht, aber dass kein Platz für gute Ideen ist. Drei Beispiele möchte ich euch nennen, die nämlich auch auf meiner Checkliste, auf dieser neuen Checkliste zu finden sind. Drei Beispiele dafür, wie ihr für einen Wochenabschluss bzw. den Start ins Wochenende sorgen könnt. Das erste Beispiel ist die To-Do-Liste leeren. Aber nicht leeren, indem ihr alles abarbeitet, sondern dass ihr Prioritäten setzt und auch entscheidet, was ihr nicht tun werdet. Ich habe ja meine To-Do-Liste in Trello, das ist die 1-Minuten-To-Do-Liste, das ist ein bestimmtes System. Und ich sorge wirklich dafür, dass da
am Freitag am Abend nichts mehr drauf ist, also keine Kärtchen mehr drauf sind. Und die, die drauf sind, die schiebe ich in die Liste, die für die nächste Woche relevant ist. Und sehr viele lösche ich auch, sehr vieles tue ich gar nicht. Ja, also einfach dieser Blick auf die To-Do-Liste und da steht nichts, das gibt schon so ein gutes Gefühl und so ein wenn nichts lauert, ja, da waren wir ja auch dabei, und so dieses Gefühl, ich bin fertig für jetzt und am Montag starte ich wieder los. Das zweite ist sehr profan, aber ich habe gestern bei einem 1:1-Kunden gerade wieder gesehen, sein Download-Ordner war 3 Giga groß und ich glaube, die älteste Datei war von 2014. Also einmal in der Woche den Download-Ordner auf eurem Gerät, egal ob Mac oder Windows, durchzuschauen und das, was ihr wirklich nicht braucht, zu löschen und das, was eigentlich woanders hingehört, dorthin zu verschieben, das gibt auch ein gutes Gefühl. Und wenn ihr das jede Woche macht, dann ist das eine Sache von 5 Minuten, wenn überhaupt, ja. Wenn ihr nicht viel heruntergeladen habt, und temporär euch nichts aufgehoben habt, dann ist das eine Sache von 30 Sekunden vielleicht sogar, ja. Und es gibt euch einerseits das gute Gefühl, Abschluss gemacht zu haben und auf der anderen Seite auch die Gewissheit, dass die Sachen, die ihr braucht, dass ihr die wiederfindet, ja. Also Download-Ordner aufräumen. Und das dritte ist die wichtigste Aufgabe, das mache ich gern im Zuge von Wochenplanung, Vorbereitung auf die nächste Woche, dass ich mir in den Kalender hineinschreibe. Sonst schreibe ich keine Aufgaben in den Kalender, ja. Never ever, die sind auf der To-Do-Liste. Aber die wichtigste Aufgabe pro Tag, die lege ich fest und schreibe es mir ganz oben in den Kalender hinein. Einfach damit ich nächste Woche, jeden Tag in der Früh nicht drüber nachdenken muss, was ist denn heute das Wichtigste. Also diese drei Beispiele, die kommen eben aus der neuen Checkliste und die kommen auch aus unterschiedlichen Kategorien von Wochenabschlussaufgaben. Also die Checkliste wird geteilt in drei Bereiche. Einmal den Wochenabschluss, da gehört zum Beispiel das To-Do-Liste leeren dazu. Dann pflegt eure Online-Systeme. Ich habe ja schon gesagt, diese Checkliste ist prädestiniert für Selbstständige, die online arbeiten. Ja. Online-Systeme zu pflegen, auch was zum Beispiel Newsletter-System oder ähnliches angeht, ist wichtig, damit ihr nicht irgendwann mal den Überblick verliert und gar nicht mehr wisst, wo ihr anfangen müsst, beziehungsweise dass die Dinge auch funktionieren natürlich, ja. Und der dritte Teil ist dann die Vorbereitung auf die nächste Woche. Wo bekommt ihr die Checkliste? Unter abenteuerhomeoffice.at/Wochenende, weil darum geht es, könnt ihr euch herunterladen. Und es gibt zusätzlich zu der Checkliste auch eine Ressourcenseite. Das bedeutet, dass ich hier jeweils auch einen kleinen Text, manchmal ein kleines Video, wenn es zum Beispiel um Active Campaign Newsletter System geht. Ihr findet aber die Funktionen, die ich euch da vorschlage, ganz sicher auch in anderen Newsletter Systemen. Also ihr habt hier den Wochenabschluss Online-Systeme nächste Woche und als Bonusvideo, wie ihr mit Checklisten in Trello arbeiten könnt. Das ist also die Ressourcenseite, die zusätzlich zu der Checkliste dazukommt, damit die Checkliste nicht zu lange wird. Und so schaut dann ein Teil der Ressourcenseite zum Beispiel aus. Unbestätigte Kontakte pflegen, entweder neu schicken, das Opt-in-Mail oder eben löschen, Kontakte aus der Blacklist rauslöschen, das nur mal als Beispiel. Und da habe ich eben auch in Active Campaign hergezeigt, wo es das gibt. Damit es zur Gewohnheit wird, das zu tun, ja, und zwar jede Woche zu tun. Ihr wisst ja, wenn man etwas nur einmal im Monat oder alle 3 Wochen und dann wieder dreimal pro Woche und dann wieder 3 Monate nicht macht, dann wird es nicht zur Gewohnheit. Und da hätte ich die große Bitte, es sind auf dieser Checkliste 26 mögliche Aufgaben. Bitte fangt nicht an, mit 26 Aufgaben am Freitagnachmittag abzuarbeiten. Das wird keinen Spaß machen und dann wird es auch nicht zur Gewohnheit. Also nehmt euch mal die 3 bis 5 Punkte aus dieser Checkliste heraus,
macht es daraus eben eine Gewohnheit. Und wenn das funktioniert, dann könnt ihr ja weitere dazu nehmen. Also ihr hängt dann einfach ein, zwei Punkte immer wieder dran. Wenn es funktioniert, nächsten Punkte dranhängen. Ja, also übertreibt es nicht. Das ist auch etwas, was ich sehr oft jetzt als Feedback bekomme, nach dem Motto, bin ich froh, dass du gesagt hast, nur 3 Punkte soll ich mir aussuchen, sonst hätte ich gar nicht angefangen, damit zu arbeiten oder hätte gleich aufgegeben. Ja? Das zweite ist, überlegt euch, beziehungsweise ich hoffe, ihr wisst es, wo arbeitet ihr? Und damit meine ich jetzt nicht den Schreibtisch oder die Küche oder das Wohnzimmer oder die Terrasse, sondern was ist euer Haupttool? Das heißt, wo verwaltet ihr eure Aufgaben? Bei mir ist das Trello. Nona. Das kann aber natürlich auch jedes andere Tool sein. Das kann auch ein Kalender sein, ein Papierkalender, wobei ich finde es dann mühsam, jede Woche wieder drauf zu schreiben, diese Checklistenpunkte. Aber wenn das euer System ist, dann bitte integriert diese Checkliste, diesen Wochenabschluss in dieses Tool, in dem ihr eure Aufgaben normalerweise auch verwaltet. Das heißt, wo ihr täglich reinschaut, ja? Sonst haben die Erinnerungen überhaupt keinen Sinn. Und als Tipp, in Trello gibt es die Kartenwiederholung, das schaut dann so aus. Ihr seht es also, wiederholt sich wöchentlich, bei mir halt um 5 in der Früh. Könnte ja auch 14 Uhr oder 15 Uhr sein zum Beispiel, dass das auftaucht. Jeden Freitag, jede Woche haben wir hier auch. Da könnte man zum Beispiel auch alle 2 Wochen einstellen, aber das nur nebenbei. Und das ist meine To-Do-Liste, die Critical Now-Liste. Also so kann das ausschauen.